Hallo ihr Lieben, Donnerstagabend 18.30 Uhr. Falls ihr noch eine kleine Osterüberraschung braucht, zum Beispiel für einen Fan von der Serie Game of Thrones, Dracheneier. Falls derjenige kein Fan von dieser Serie ist, sagt er einfach: War mir ja klar, ich bringe dir ein wunderschön veredeltes Osterei mit. Die sind ganz schnell gemacht. Und wie gesagt, wer kann schon sagen, er bringt als Geschenk Dracheneier mit. Da ich leider nicht so viele Drachen kenne, ja, einige würden sagen, ich selbst bin einer, weiß ich auch nicht, welche Farbe Dracheneier haben müssen. Also habe ich mal hier ein bisschen gemischt. Ein bisschen Acrylrot und ein bisschen Acrylschwarz. Meine werden pink. So, ich zeige euch rasch, wie man diese schönen Sachen macht. Wie gesagt, ganz simpel. Ihr braucht Reißzwecken, Heftzwecken oder wie sie auch immer heißen. Gibt es in verschiedenen Größen. In Real für 1,99. 200 Stück. Sag mal, für so ein großes Ei braucht ihr um die 300 Reißzwecken. Ich zeige es euch heute an einem kleinen. Eigentlich kann man gar nichts verkehrt machen. Man nimmt das Unterteil, eine Reißzwecke rein. Die nächste überlappend darüber. Denn nur so entsteht dieses Schuppenaussehen. Und Dracheneier sind schuppig. So stelle ich es mir jedenfalls vor. So. Und so wird eine Reihe nach der nächsten. Ich habe schon Krampf im Daumen von den großen Eiern. So. Ihr seht immer überlappen. Wenn ihr jetzt ein bisschen absteht, macht nichts, bald kommt ja nächste Reißzwecke drauf und schon ist es überdeckt. Bei diesen großen Eiern ist natürlich ein bisschen Geduldsarbeit, weil es dauert etwas. Ich sag mal, für so ein großes Ei hier habe ich circa 20 Minuten gebraucht. Also von daher. So. Prinzip habt ihr verstanden. Immer eine Reißzwecke überlappend über die nächste. Huch, eine Springreißzwecke. So, bis ihr das ganze Ei bedeckt habt. Und so, wenn ihr dann rum seid, was bei diesen kleinen Eiern relativ flink geht, das war meine Katze. So. Dann ist euer kleines Drachenei fertig. Wie gesagt, ihr könnt es auch als Osterei nutzen. Aber wir wollten ja Game of Thrones Eier machen. Diese könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, wie gesagt, mit Acrylfarbe noch betupfen. Für dieses Ei hier habe ich es mit Acrylrot und Acrylschwarz betupft. Ihr könnt natürlich auch Nagellack dafür nutzen.
zwei Nadeln abgefallen. Jetzt sind sie wieder dran. So. Habt viel Spaß beim Nachbasteln. Und ich hoffe, eure Dracheneier kommen an. Ich finde sie cool. Ist so in der Richtung wie Pailletten, aber nicht ganz. Bastelt schön. Bis zum nächsten Mal.